Hallöchen und herzlich willkommen zurück hier bei einer neuen frischen Runde Generation Zero. Meine lieben Freunde, wie wir im letzten Part noch gesehen hatten, sind wir leider tatsächlich mal abgekratzt. Und das war nämlich auch, was ich mir schon die ganze Zeit, also auch im letzten Part so gedacht habe, wie oft funktioniert das eigentlich mit diesem komischen, dass wir uns selbst wiederbeleben können. Und die Frage hat sich dann ja wohl damit auch beantwortet. Es ging jetzt, glaube ich, 4 oder 5 Mal, wenn man alleine spielt, funktioniert das wohl. Und dann ist man wohl doch tatsächlich endgültig am Ende, wenn man so will, am Ende. Und darum sind wir ja hier auch zuletzt jetzt wieder in der Kirche gespawnt. Ich habe mich derweil nochmal ein bisschen auf die Suche gemacht hier in der Kirche, mich so umgeschaut. Man konnte nämlich hier auch sogar eine Nachricht lesen. Und da steht, wir sollen nach Stanford gehen. Die wollen sich da treffen mit den, keine Ahnung, wie die hier wirklich richtig heißen. Andersons oder so, ganz komisch, irgendwie hießen die. Genau, die Andersons, ne? Die Andersons, ich glaube ja. Steht das hier nicht mehr? Besser. Keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir jetzt aber alles hier weitestgehend abgeschlossen. Zufluchtsort war ja die Kirche. Da haben wir eigentlich alles weitestgehend abgeschlossen jetzt. Also wir haben die ganzen Sachen gefunden. Ich habe hier auch noch ein Tape gefunden. Tatsächlich, das ist bei bei Sammelgegenstände. Hier eine Kassette. Da haben wir jetzt 5%. Maschinenbaupläne nach wie vor immer noch nichts. Welt haben wir 14. Dala-Pferde haben wir auch erst 1. Okay, wir haben von alles eigentlich erst 1. Ne? Und die Zwerge, ne? Also jetzt mal ohne Witz, ne? Wenn der Zwerg da nicht drin ist in diesem Bild, ne? Naja gut, man kann sich ja... ich sehe da was anderes als ein Zwerg, aber das ist ja nun eine andere Geschichte. Auf jeden Fall, nachdem ich an dieser Tafel gelesen habe, haben wir eine neue Mission hinzubekommen. Und zwar, finde den Bauernhof Stanhager. Eine Nachricht an der Tafel in der Kirche von, weiß ja, eine Gruppe, bla 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 bla. Da wir halt zur... nach Richtung Stanhager gehen sollen, zum Bauernhof. Und das wiederum ist auch auf der Karte jetzt verzeichnet. Irgendwo hier verzeichnet. Ich habe schon mal ein bisschen geguckt, also ich habe es nicht gefunden tatsächlich. Keine Ahnung. Das ist wahrscheinlich irgendwo, das muss ja wahrscheinlich eigentlich denn, wenn denn auch hier irgendwo sein, ne? Das Gute ist halt, wie ich wiederum finde. Ach nee, wir sind ja hier erst. Alter, die Karte ist echt riesig, ist die, Alter. Das ist echt nur ein kleiner Abschnitt hier. Und hier ist ja... Oh, Alter, Digga. Das ist das Krasseste, das, Alter. Wirklich, Wahnsinn. Nee, was ich eben eigentlich nur sagen wollte, ist... Was ich wiederum eigentlich ein bisschen schön gemacht finde, ist... Die Gegner, die hier waren, gegen die wir gekämpft haben, sind ja hier jetzt schon mal wieder wenigstens alle tot. Also sie bleiben anscheinend auch tot. Und finde ich persönlich ganz gut gemacht, ehrlich gesagt, weil, ja, wie ich auch schon sagte, das ist doch, wenn man es ganz alleine spielt, ist es doch so hier und da echt hart. Und hier müssen wir jetzt natürlich auch wieder extremst aufpassen. Ich weiß nicht, ob jetzt die anderen Gegner, die wir schon besiegt hatten, ob die auch tot sind, ich weiß es nicht. Würde ja auch mal ganz gerne probieren, da rüber zu kommen auf dieser Insel, die kleine. Das interessiert mich ja da gerade mal ein bisschen. Und es geht langsam Richtung Nacht wieder, so wie es ausschaut. Auf jeden Fall Richtung Westen sollen wir gehen. Der Pfeil zeigt in Richtung Westen, stand auch noch da drauf auf dieser Tafel. Also da lang, ja. Ist ja, wenn man sich die Karte anschaut, leuchtet ein, ne? Leuchtet eigentlich ein. Da Leute, und ich freue mich natürlich mega, dass ihr wieder mit am Start seid hier. Ich feiere dieses Game so extrem hart. Das glaubt mir keiner, aber hier kommt man doch bestimmt eh nicht rüber, ne? Da wird man gar nicht hinkommen. Schade eigentlich. Das wäre jetzt eigentlich nur so ein kleines Highlight gewesen, wenn man hätte da auch noch sogar irgendwie gleich wieder was finden können.
Wäre doch eigentlich ganz cool gewesen. Und mir ist aufgefallen, ich habe das erste und das letzte, also beziehungsweise also hier vor das Video, ne, das erste und das zweite, die ersten beiden Folgen, als ich die hochgeladen habe, beziehungsweise als ich die geschnitten habe und er dann nachher beim Rendern war, ist mir aufgefallen, ich habe einen schwarzen Rand um das Video herum. Da habe ich mir so gedacht, gut, jetzt probierst du wenigstens in dieser Folge mal und vielleicht auch noch in der nächsten, also im Spielmenü, das Bild noch ein bisschen weiter zu strecken, die Ränder ein bisschen weiter auseinander zu ziehen und dann mal zu schauen, wie es dann ist. Ich hoffe, dass dieser Rand dann weg ist, weil ich habe jetzt hier im Spiel kein Verlust, wie soll ich sagen, kein Verlust darauf, auf das, was mir hier angezeigt wird, sprich oben der Kompass, dann das hier Symbol jetzt gerade oben in der Mitte, das Häuschen, die HP-Anzeige, die Munitionsanzeige und und. Ich sehe das noch genauso wie vorher, alles. Und bin ich mal gespannt, ob das, ob im Video nachher dieser komische schwarze Rand weg ist. So, und jetzt bin ich mal gespannt, ob diese Gegner hier ebenfalls verschwunden sind. Nein, sind sie nicht. Tatsächlich nicht. Sie sind tatsächlich noch da. Er speichert wirklich nur das ab, was du, oh, da ist einer, was du zuletzt gemacht hast. Und hier möchte ich jetzt doch tatsächlich mal ein bisschen. Warte mal, wo hatte ich das denn? Hier haben wir noch so eine kleine. Warte mal. Die können wir ablegen. Pass mal auf. Jetzt will ich mal probieren. Wo haben wir das? Nein. Gib mir mal einmal bitte. Oh Mann. Ich hätte mir das eigentlich gleich ein bisschen zurechtlegen können, aber. Nun gut. Platz zuweisen. Der soll einmal bitte nach da. Dann packen wir jetzt hier mal noch das Radio daneben. Passt mal auf, Leute. Wir probieren jetzt mal was aus. Probieren es mal aus. Eigentlich müssten die jetzt angelockt werden, ne? Huch, mal Licht aus. Ich hoffe nur, die laufen da jetzt auch hin. Und nicht zu mir. Alter, wie viele das sind. Das war nice. Sehr gut gemacht, Felix. Na, komm schon. Fuck, 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 fuck. Alter. Scheiße. Steh auf. Wo ist er? Dich haben wir auch weg. Da ist noch einer. Alter, ich wollte gerade sagen, was ist das? Okay, das hat aber schon ganz gut geklappt dieses Mal, wie ich finde. Wir haben es dieses Mal nicht ganz so glatt angestellt. Oder ich vielmehr. Aber da schien noch einer zu sein jetzt eben, ne? Er hat mir doch eben noch was angezeigt, oder nicht? Alter, die Bomben sind ja mega, wa? Was die für einen Schaden machen. Ich hätte gerne eigentlich alle auf einen Haufen gehabt, aber Beute. Ach, das bleibt trotzdem erhalten, okay. Aber hier war doch eben noch einer, oder nicht? Auf jeden Fall haben wir richtig gut abgeräumt hier. Eben gerade. Da haben wir schon drei Stück auf einmal gleich wegbekommen, glaube ich. Oh. Die Leiche habe ich hier das erste Mal gar nicht liegen sehen. Da hinten läuft er. Der ist angeschlagen. Der ist angeschlagen gewesen. Wo ist der andere denn jetzt? Ah, Kampfgewehr. Ah, da war der letzte tatsächlich. Okay.
Okay. Coole Sache, Parker. Ja, sagte ich ja, das ist ja jetzt hier unser Parker, unser sogenannter Parker. Was ist denn das hier überhaupt? Kann man da eigentlich. Oh, nee, da kann man nichts machen. Ich darf auch nicht vergessen, wir haben auch noch einen Dietrich. Und teilweise liegt sogar auf dem Dach oben was drauf, auf manchen. Darum stehen die Fässer hier nämlich, damit man da irgendwie hochkommt. Okay, das war der letzte. Okay, hat auf jeden Fall schon mal sehr gut geklappt jetzt. Ich bin ja gerade ein bisschen stolz auf mich, ne? Das ist nämlich das, was ich viel mehr nutzen muss. Diese Sachen hier, also die wir haben alle. Diese Bomben und Radios. Dafür ist das ja gedacht. Hat ja alles Hand und Fuß. Noch eine Spritze. Mach mal zu. Liegt hier vielleicht noch irgendwo was hinter? Nein. Ist hier noch was drin? Unter dem Bett, was ist das denn? Das sind nur Kartons. Schade. Ich hab's gehofft, dass wir hier noch irgendwas finden, aber. Ich meine, gut, die Beute. Er hat uns ja alles angezeigt, dass wir das alles schon haben jetzt hier, ne? Aber was ich dringend nehmen muss, ist. Zack. Zack. Hatte ich nur zwei Stück? Das sah gerade aus wie fünf. Oder so. Ja, Leute, und im letzten Part waren wir halt auch schon tatsächlich an der Burg gewesen oder bei der Burg. Da war es ja ein bisschen heftig, muss ich ja mal sagen. Hätte ich nicht gedacht, dass das doch so krass werden könnte. Was mich jetzt gerade nur ein bisschen stört, ist, dass es das wieder Nacht wird. Dunkel. Aber dadurch sehen die uns ja vielleicht auch schlechter, oder? Ich weiß es nicht. Ich würde ganz gerne eigentlich erstmal irgendwie einen Ort suchen oder bereisen, wo er dann halt wieder irgendwo absaved. Wisst ihr, wie ich meine? Nicht, dass ich jetzt hier wieder nachher bei der Burg bin und wieder dann halt wieder abkratzen. Muss nicht unbedingt sein. Okay, und was halt doch ein bisschen schwer zu sehen ist, ist manchmal diese Kassetten. Die sind ja alles Sammelgegenstände. Ich glaube, wir folgen jetzt einfach mal ein Stück weit hier die Straße. Halte ich gerade für das Schlauste. Finde das auch ganz gut, dass wir das alles noch abschließen konnten jetzt bei der Kirche. Was eigentlich vielleicht auch gar nicht so schlecht wäre, wäre hier ein Schalldämpfer, ne, an dieser Knarre. Auf jeden Fall Richtung Westen sollen wir laufen. Und ich werde das jetzt auch erst einmal ein bisschen so handhaben, dass sich Generation Zero und The Solos Project, dass sich das halt immer so ein bisschen abwechseln wird. Oh, da ist ja noch, guck mal, hier ist ja noch eine Ruine. Finden wir hier vielleicht noch was Schönes? Hier ist sogar ein kleiner Waldweg, wa? Okay, Alter, wenn du die Taschenlampe jetzt nicht hättest, bist du ganz schön am Arsch. Möchte ich mal behaupten. In meinem jugendlichen Leichtsinn. Alter, wir finden so viel Munition, ne? Ich hätte gerne mal eine andere Knarre jetzt noch. Irgendwie so ein. Ja, mir fehlt Maschinengewehr. Oh, das wär's jetzt, ey, so ein schönes Maschinengewehr. Oh, ein Backpack. Auf jeden Fall nochmal. Dass das nicht da dann sich selbst immer reinzieht, ne? Oh, hier sind noch ein paar kleine Bugs. Guckt mal. Die Steine sind hier in der Luft. Da oben liegt auf jeden Fall noch was drauf. Das sieht so mega aus, Alter. Das ist echt so geil gemacht, Alter. Digga. Komm mal da ran. Da kommen wir auf jeden Fall ran. Aber daneben liegt doch noch was. Stein, ne? Nee, das ist ein Stein.
Lass mal einmal kurz gucken, was haben wir denn jetzt hier? Kann ich vielleicht... Oh, fünf Dinger. Das ist gut. Platz zuweisen. Jupp. Und einmal bitte benutzen. Und einen brauchen wir bestimmt noch, ne? Ja, auf jeden Fall. So, und jetzt sollten wir doch aber wieder relativ fresh am Start sein, genau. Das, meine lieben Freunde, sieht doch schon wesentlich besser aus jetzt. Was mich nach wie vor ein bisschen gerade ein bisschen stört, ist, ja, dass das Nacht wird. Aber da ist die nächste Siedlung. Ich sollte vielleicht das Licht lieber ausmachen, oder? Da ist sogar jemand, oder wie? Hä? Ich habe hier vorhin auch schon mal geguckt, Leute. Passt mal auf, ich will euch das mal kurz zeigen. Wenn ich jetzt in den Optionen gehe und auf Multiplayer, da steht jetzt mein Name und dahinter ist eine 2. Und dann wieder eine 0 im Spiel. Hä? Verstehe ich gar nicht. Ist denn jetzt hier noch jemand mit mir auf der Karte? Habe ich mir erst so gedacht, aber als ich hier geschaut habe, so ein bisschen. Ich habe jetzt. Da müsste ja dann sowas sein wie hier, ne? Also hier mein Pfeil, sag mal. Habe ich hier geguckt? Nee, finde ich nicht. Das ist der Bauernhof. Sag ich da mir einfach nur an die ganze Zeit. Finde den Bauernhof Stanhager. Okay, wir sind auf jeden Fall am Bauernhof. Da dürfte dann definitiv aber, denke ich mal. Definitiv, denke ich mal. Nee, das dürfte dann eigentlich wieder ein Speicherpunkt wert sein, oder? Das wär genial. Er hat ihm sogar gespeichert. Jetzt habe ich das mal gesehen, oben rechts. Beute, 0 von 24. Finde ich auch cool, dass er das immer wieder anzeigt. Dass man hier tatsächlich. Oh. Hier tatsächlich schon was gefunden. Na, da ist er. Der versucht da. Ist der da jetzt reingelaufen? Ich glaube, da oben ist jemand, ne? Da sind noch mehr. Ich weiß nicht, was die da machen, zum Teufel. Können wir uns ein bisschen nähern? Wäre ja vielleicht ganz clever oder ganz cool, wenn wir wenigstens erstmal ins Haus kommen könnten, würden. Hier ist aber auch keine Hintertür, ne? Bauernhof Sternhager. Diese Mauern sind ja auch immer ein bisschen hinderlich, natürlich. Hier sitzt aber gerade keiner, ne? Also jetzt sehe ich gerade kein hier. Zu, wir Scheiße, hier ist gar nichts drin, Alter. Ich habe ehrlich gesagt gehofft, dass wir hier drin was finden. Da ist er. Die scannt hier alles aber ab, ne? Alter, wir müssen doch irgendwie. Da ist noch einer, der kommt. Alter, das ist gerade richtig mega, Alter.
Geht er wieder zurück? Wo ist er denn jetzt? Da hinten. Der geht weg. Wo ist denn die Scheißtafel? Hier ist die Tür. Okay, komm, ich probiert jetzt einfach. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Okay, wir sind im Haus. Ich bleibe jetzt hier trotzdem mal geduckt. Ich weiß nicht, ob das dann auch noch gleich so eine Art Funktion hat, dass wir schleichen. Würde mich auch mega freuen, wenn wir endlich mal irgendwie was Vernünftiges finden, sag ich mal. Was uns auch ein bisschen weiterbringt. Waffenmäßig gesehen auch. Oh. Die scannert hier alles immer aus ab, ne? Das Haus und so. Okay. Ein Gegenstand haben wir gefunden von 24. Na, halt an. Ist hier nicht irgendwie so ein Erste-Hilfe-Zeug drin oder sowas im Badezimmer? Nichts. Kannst du nur die Tür zumachen? Da liegt aber nichts. Schade. Ich denke mal schon, dass es eher wahrscheinlicher ist, die von hier drinnen zu töten. Oh, oh. Der hat was gemerkt. Darum ist er jetzt schon gelb geworden. Oh. Beute. Da liegt noch was. Was ist das denn? Ach, noch so ein... Das ist gut. Wie viel haben wir denn jetzt davon? 6. Nice. Nice, nice, nice. Liegt hier noch was? Manchmal ist das ja so, dass sie hinter die Türen was packen, ne? Aber mehr scheint jetzt hier tatsächlich... Mehr scheint jetzt hier tatsächlich gar nichts zu sein, ne? Der steht doch direkt vor der Tür hier, oder was? Also ich komme jetzt hier nicht mehr raus, ne? Wo ist er? Er kommt. Er kommt. Mehrere, die suchen. Die suchen, die anderen suchen. Munition haben wir auf jeden Fall am Start. Das Einzige, was gerade ein bisschen hinderlich ist, ist... Alter, was? Die olle Treppe hinter uns. Ich sehe den gar nicht da hinten, Alter. Können wir durchs Fenster schießen? Na, Alter! Ich sehe ihn gar nicht. Der schießt doch irgendwo von da hinten. Weitermache, habe ich gleich keine Muni mehr. Kommt doch, kommt doch. Das ist scheiße, weil ich die nicht sehe. Hä? Ich weiß nicht. Ich weiß gar nicht, von wo die schießen, Alter. Der ist doch da. Du willst mich doch verarschen.
Die schießen da durch den Busch und ich treff die nicht? Was ist das denn für ein Scheiß, Alter, ey? Jetzt ohne Witz mal. Alles reingeballert habe ich mir eben. Okay, getroffen habe ich aber. Jetzt kommen sie, jetzt kommen sie. Alter, hab ich mich erschrocken gerade. Zerstöre die Maschine auf dem Bauernhof. Da ist einer gelaufen. Komm schon, das schaffen wir, ganz ruhig. Mich stören auch irgendwie ein bisschen die Lampen. Krieg ich die nicht kaputt geschossen? Und ich sage euch, so wie das ist, Leute. Also der Platz ist eigentlich schon ganz gut hier. Wo? Da. Was? Wenn ich nicht immer so ein Schisser wäre, ne? Warte mal. Wo haben wir den? Nein. Den bitte einmal. Ist das dein Ernst? Seid ihr wirklich da oben gegen den ollen Türrahmen gehauen, Alter? Natürlich. Wiederbeleben. Felix hat 20 AP. Haben wir? Die sind noch viel mehr, 100%ig. Den habe ich schon zerlegt? Nee. Kampf gewonnen. Na, alter Schwede. Oh, das kann ja echt noch heiter werden hier, glaube ich. Wenigstens kriegen wir ein bisschen Munition wieder. Ich habe hier nämlich schön was verballert, Alter. Was mich ehrlich gesagt gerade ein bisschen mehr stört, ist, dass die Bandagen halt übelst schnell draufgehen, ne? Aber das können die doch noch nicht alle gewesen sein jetzt, oder was? Kann ich gar nicht glauben. Oder das ist jetzt ist vielleicht doch ein bisschen reduziert. Dadurch, dass wir halt alleine spielen. Ich weiß es nicht. Ach so, hier waren wir schon drin, ne? Warte mal, hier hinten lacht auch noch einer. Wo ist der? Da ist er. Kaputtgeschossen haben wir den. Volle Kanone kaputtgeschossen. Schöner Trecker hier. Ein schöner Russe. Ein Russe. So nennen wir das hier. Irgendwie ist meine Steuerung gerade ein bisschen komisch. Liegt das daran, dass ich so verwundet bin? Ist das möglich? Mehr sind hier nicht. Ich kann mir das nicht vorstellen, was? Ehrlich gesagt. Huiuiuiuiuiuiui. Also im Dunkeln ist das natürlich jetzt nur noch ein bisschen, gleich noch wieder ein bisschen schlechter, die ganzen Sachen hier zu finden, ne?
Also jetzt auch gerade die sich draußen befinden. Und hier werden sich bestimmt draußen welche befinden. Macht er die Tür auch auf? Jo. Hier sind die Pferdeboxen. Unterschlupf. Juhu. Haben wir eigentlich auch die Möglichkeit, hier irgendwo zu speichern? Ja, zu speichern. Zu schlafen? Oh. Oh, noch eine Pump. Mitnehmen. Ist die jetzt besser? Nee, ist genau dieselbe, ne? Er macht ja nichts. Erstmal mitnehmen. Was wir haben, war. Was wir nicht brauchen, können wir später immer noch wegschmeißen. Alter. Ich krieg's ja Angst, Junge. Da ist noch eine Box. Oh, ein Scope. Und was hat er noch? Beute. Also wie, für die Flinte. Schalldämpfer für Jagdgewehr. Nee, das ist ja nicht das Jagdgewehr hier, ne? Inventar. Genau, die sind auch beide gleich. Wie kann ich denn jetzt... Mal gucken, wo ist denn das Scope? Ach, hier. An Waffe anbringen. Nee. Hat er nicht gemacht. Hat er nicht. Hat er. Halbautomatische Pump. Was heißt denn 12G? 12G Pump Action. Pump Action, halbautomatisch. Okay. Da sagt nicht nein, auf gar keinen Fall. Aha. Warte. Nee. Wo ist er? Scheiße! Wiederbeleben. Aber die sind kaputt, bitte, ne? Natürlich nicht! Aber einer! Ach, der Trecker ist explodiert. Scheiße. Okay, die Knarre ist aber bedeutend heftiger. Scheiße, jetzt habe ich nicht, weil ich nachgeladen habe, Alter. Warum ist die denn jetzt so sehr viel stärker, diese Knarre? Das ist doch genau dieselbe, nur dass ich jetzt einen Scope drauf habe. Oder was? Da passen 6 Schuss rein, das war's. Ach, was mache ich denn? Looten, will ich den looten? Einmal die wieder. Ist der Kampf beendet? Ja, ne? Ich hoffe doch. Ey. Alter, ich muss zusehen, dass wir irgendwie wieder Bandagen kriegen. Und wisst ihr was, Leute? Ob uns das gelingt, ne? Das und noch mehr sehen wir im nächsten Part. Tja, und ich würde mich natürlich mega freuen, wenn ihr wieder mit am Start seid. Wenn es heißt Generation Zero. Bis dahin, macht euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, wann ihr das dann halt guckt. Und ja, bis doch hoffentlich. Zum nächsten Mal. Haut rein.